Hallo und herzlich willkommen zu Monday Night Raw. Ja, ich bin ein bisschen am Lachen, weil läuft gerade alles nicht so ganz rund. Ist jetzt, glaube ich, der vierte Versuch der Neuaufnahme. Raw beginnt heute mal ein bisschen anders. Und zwar, ihr seht direkt das Co-Main Event. Curtis Axel gegen Batista. Aber erstmal muss ich so ein paar Dinge ansprechen. Erste Woche Raw nach SummerSlam. Mein Gott, was war das für ein Pay-Per-View? Meine Meinung kennt ihr dazu, ich fand ihn hammergeil. Wie war eure Meinung zum SummerSlam? Wie fandet ihr es? HBK zurück, die Brothers of Destruction, Age of the Fall hat alles gewonnen. Zum Main Event kann ich jetzt gleich nochmal mehr sagen. Dann wollte ich noch ankündigen, bei NXT machen wir jetzt ein Tag-Team-Turnier. Alle Superstars von NXT und dazu noch Tyson Kidd, Santino Marella, Corey Graves, Adrian Neville und Santino. Ich glaube, jetzt habe ich an alle gedacht. Dürfen Tag-Teams bilden und zwar gibt es ein Tag-Team-Turnier. Den Turnierbaum werde ich euch wahrscheinlich bei NXT zeigen. Das Turnier kann auch ruhig ein paar Wochen länger dauern. Wir werden jedes Spiel, jedes Turnier-Match, also jedes einzelne, werden wir zeigen. Das heißt nicht simulieren. Wir haben also immer ein Match um den, also in der einen Fehde und eins um die Tag-Team-Titel. Also in dem Turnier um die Tag-Team-Titel. Das Titelmatch ist geplant für Night of Champions. Also noch 2 Monate hin. Also das Turnier kann ruhig länger dauern. Jeder kann mitmachen. Also eure Chance jetzt, an Gold zu kommen bei NXT. Und das erste Gold ist meistens so der erste Weg zur, ja, richtigen WWE-Festanstellung, so nenne ich es mal, zum Vertrag bei der WWE. Noch sind das ja alles NXT-Superstars. Aber ihr seht ja, wie bei einem Luke Bass, so schnell kann das gehen. Er ist WWE Tag Team Champion zusammen mit Ric Flair. Ja, die anderen 3 Matches kann ich euch jetzt gar nicht zeigen. Ich kann es euch nur sagen. The Big Truth hat im ersten Match gegen The Usos verloren. Und zwar, ja, das waren ja sozusagen die beiden Teams, die beim SummerSlam beide verloren haben. The Usos ja leider gegen Age of the Fall. Und The Big Truth hat gegen The Shield verloren. Danach hatten wir das Match Goldust gegen Bo Dallas. Bo Dallas hat ja den Chokeslam und den Tombstone vom Undertaker beim SummerSlam kassiert und die Riot-Brüder haben ja auch verloren, denn die Brothers of Destruction waren einfach zu stark, wirklich viel zu stark. Muss noch vielleicht vorher sagen, bevor ich jetzt weitermache, ich bin verdammt müde, eigentlich wollte ich euch gar nicht aufnehmen, aber es muss sein, weil ich habe eigentlich Bock aufzunehmen, dass wir weiterkommen in der WWE-Welt und ja, muss dann einfach, also wenn ich heute noch mehr verspreche als sonst mache, ich weiß, das geht eigentlich gar nicht, aber ihr werdet es gleich merken, dann bitte nicht so ganz kritisch sein. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, und dann das dritte Match war Ric Flair gegen Darren Young. Das Match war schon mal ein US-Title-Match, da hat Ric Flair Young den Titel abgenommen. Young hat gesagt, mir steht doch noch ein Rückmatch zu und bei SmackDown. Ich glaube, SmackDown, nagelt mich nicht drauf fest, kommt ein Match von Darren Young gegen John Cena. Der Sieger trifft dann auf Ric Flair in einem US-Championship-Match. Jetzt habe ich, glaube ich, wirklich alles gesagt. Meine Meinung zum Livestream letztes Wochenende war sehr, sehr geil. Wir hatten sehr viel Spaß. Am Ende haben wir Minecraft gar nicht mehr gemacht, aber wir haben bei Heist gut gezockt. Hat richtig Bock gemacht. So, und das Match mit demjenigen hier, gar keinen Bock machen. Guckt mal, was da oben steht. Hamburg, Germany. Ich musste das Ganze hier jetzt im normalen, ja, wie nennt man das, Exhibition Mode. Da musste ich das jetzt in diesem ganz normalen Mode, nicht in WWE Welt aufnehmen. Ging nicht anders. Tut mir leid. Selbiges gilt aber nicht für Undertaker und Kane gegen die Wyatt Family, denn das ist das Main Event. Luke Harper und Eric Rowan, die versuchen jetzt ihr Glück gegen Undertaker und Kane, weil ich fand, das wäre langweilig, wenn Undertaker und Kane nur beim SummerSlam da wären. Und jetzt möchte ich was sagen zu dem SummerSlam-Match von genau dem Mann hier, von Batista, der jetzt reinkommt. Viele haben ja gesagt, Mann, was war das ein Match? Und da gebe ich euch recht, 30 Minuten, No Disqualification, Iron Man Match. Das war wirklich die Hölle auf Erden. Das war der Wahnsinn. Und man muss ehrlich sagen, Batista hat zerstört. Punk hat angekündigt, das kann ich hiermit auch nochmal sagen, dass er sich eine Auszeit nehmen wird. Und das zeigt eigentlich nur das, was ich gesagt habe. Batista hat wirklich den Willen, den Spirit von CM Punk gebrochen. Punk hat es nicht geschafft, in den 30 Minuten ein Mittel irgendwas hinzukriegen, was Batista wirklich beeinflusst hat. Batista hat alles weggesteckt. Ich sag nur, Spinebuster out of nowhere. So war es. 5-2. Es war nicht nur einfach ein 5-2, es war wirklich eine komplette Zerstörung von CM Punk. Es war einfach nur Spitze. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Match, auch wenn Batista gewonnen hat. Viele von euch, auch ich, waren ja für CM Punk, weil wir halt nicht wollten, dass Age of the Fall noch weiter in die Nähe von Titeln kommt. Aber
Seien wir mal ehrlich, Punk hat uns alle ziemlich enttäuscht. Er hat richtig enttäuscht in dem Match. Es war das SummerSlam Main Event, aber dafür hat er echt wenig hinbekommen. Muss man so sagen, wie ich finde. Ja, und Curtis Axel, um mal eben hier auf das Match zu kommen, bevor ich dann weiterrede, der hat ja gesagt, auf einmal zu mir vor allem, Age of the Fall, ihr seid so toll, ihr seid so super, ich will mich euch anschließen, aber Age of the Fall hat gar nicht lange gebraucht, dann kam schon die Antwort, Curtis, erst wolltest du Ric Flair den US-Title abnehmen und jetzt willst du dich uns anschließen? Auf keinen Fall, und deswegen bekommt Curtis Axel ihr heute Abend mit Batista zu tun, mit The Animal, also wirklich sehr, sehr, ja, hartes Match für Curtis Axel, was ihm da bevorsteht. Ich glaube nicht, dass er es schaffen kann. Wir haben alle noch das Match von Batista gegen Punk im Hinterkopf. Das kann er, wenn es normal läuft, einfach nicht schaffen. Es ist einfach so für mich. Curtis Axel kann versuchen, möglichst lange durchzuhalten, aber ein Sieg gegen Batista, ich glaube nicht dran. Ja, und ihr könnt euch drauf freuen, Payback, Roman Reigns, unser WWE Champion gegen Batista. Ihr könnt euch freuen auf die Weiterführung der Fehde, Wyatt Family und Brothers of Destruction, dazu noch mehr natürlich im Main Event. Ihr könnt euch drauf freuen auf die Weiterführung von HBK, Shawn Michaels gegen Randy Orton, da habe ich auch wieder was geplant. NXT Championship Match steht auf dem Plan. Luke Bass muss verteidigen, da hat Paul Heyman mir schon seine erste Idee hinzukommen lassen. Hashtag Fatal 4-Way. Und dazu, oh mein Gott, ich habe schon gesehen, wer in dieses Match rein soll und wer da sich noch für qualifizieren kann. Es ist der Wahnsinn, was ich da schon wieder gelesen habe. Paul Heyman hatte da wirklich wieder eine sehr, sehr gute Idee. Also wie gesagt, das wird der Wahnsinn. Payback geht genauso weiter wie der SummerSlam. Payback ja eigentlich so ein Pay-Per-View, wo man denkt, ja, ist nicht so der awesome Pay-Per-View. Aber ich sag's mal so, das wird auch wieder krass. Und das war, glaube ich, der Finishing-Move von Curtis Axel 2. Aber Batista kommt raus. Das war wirklich der Finishing-Move von Curtis Axel. Und der kommt nochmal. Der Finishing-Move vom Sohn von Mr. Perfect. 1, 2, 3. Nein! Nein, ich dachte jetzt, Curtis Axel verliert hier einfach mal, ja, diese Underdog-Rolle und pinnt Batista. Das wäre eher der Wahnsinn gewesen. Aber Batista, jetzt muss er wirklich Gas geben. Ich glaube, der ist ein bisschen zu locker an dieses Match rangegangen. Hat sich wohl gedacht, ja, ist ja nur Curtis Axel. Den pinne ich mal schnell locker weg. Aber Curtis Axel, Signature und Finisher, das ist schon mal was. Und Curtis Axel macht weiter. Es kann jetzt wirklich jeden Moment vorbei sein. Und dann hat Batista gegen Curtis Axel verloren. Das wäre der Wahnsinn. Das wäre der Außenseiter-Sieg des kompletten Jahres, wenn Curtis Axel hier heute Abend gewinnt, aber Spinebuster. Und ich sag nur CM Punk, ich sag nur Punk. 1, 2, aber da kommt auch Curtis Axel raus. Der Spinebuster war beim Pay-Per-View immer der Anfang vom Ende. Oh mein Gott, Curtis Axel macht weiter, als wäre nichts gewesen. Und jetzt covert er ihn. 1, 2, ach, ich dachte, das wär's. Stellt euch das mal vor, wie krass das gewesen wäre. Und Curtis Axel, wirklich, das zeigt ein starkes Match. Hätte ich nie mit gerechnet, dass der gegen Batista so viele Aktionen zeigen kann. Den Spinebuster hat er gut weggesteckt. Punk sollte sich mal, wo auch immer er ist, ein Beispiel dran nehmen. Ah, Batista kontert da aber jetzt die Aktion von Curtis Axel aus. Und jetzt setzt Batista an zur Batista-Bomb. Und das müsste jetzt der, ja, K.O.-Schlag quasi indirekt für Curtis Axel gewesen sein. Ich glaube nicht, dass der da rauskommt. 1, 2, 3. Und Curtis Axel verliert gegen Batista. Das war, ich sag mal, knapp, würde ich sagen. Batista, ich glaube, der hat auch am Ende gemerkt, das war knapp. Weil das hat er sich einfacher vorgestellt. Es ist der Wahnsinn. Das Spiel hat irgendwelche Probleme bei Batista. Wieder keine Siegesmusik. Ihr merkt, es geht weiter mit den Bugs. Ich weiß nicht, was mit dem Spiel auf einmal los ist. Sonst läuft es ja ganz wunderbar. Ich drücke jetzt hier auch direkt weiter, denn jetzt müssen wir in die WWE-Welt wechseln. Das können wir jetzt einfach mal mitbeobachten. Es ist der Wahnsinn. Ihr merkt selber, selbst im normalen Modus, das Spiel buggt rum. Fragt mich nicht, warum es so ist. Ich habe nichts am Spiel geändert. So, dann gehen wir nämlich jetzt hier, WWE-Welt. Läuft die Raw-Folge halt mal anders als sonst. Ist ja auch mal was Neues. Jetzt kann ich, ach stimmt, jetzt kann ich euch die Match-Ergebnisse nämlich auch zeigen. Es hat mich ja eben schon rumgebackt bei Curtis Axel gegen Batista. Ich glaube, da hat auch Batista gewonnen. Können wir jetzt eigentlich mal gucken. Hier seht ihr auch nochmal die Matches. Jetzt kann ich es euch auch zeigen. Hier, da oben, Curtis Axel. Ja, eben hat er auch schon verloren. Ric Flair hat gewonnen. Goldust hat gewonnen. Und ja, Usos gegen Big Truth habe ich euch ja erzählt. Jetzt könnt ihr es doch noch sehen. Und dann kommen wir jetzt dann doch zu diesem Match. Die Wyatt Family
gegen die Brothers of Destruction. Muss hier gerade noch alles einstellen. Das muss ja hier wieder umgestellt werden, da das Spiel ja leider es mit der Submission nicht so gut hat und das so verdammt buggy ist. Jetzt starten wir auf jeden Fall dieses Match, weil ich dachte mir, man kann ja nicht nur die Brothers of Destruction beim SummerSlam bringen und danach nie wieder. Und deswegen kriegt da jetzt hier, ihr kriegt von mir dieses geile Tag Team Match von der Wyatt Family gegen die Brothers of Destruction. Jetzt sagt mir nicht, das Spiel ist hängen geblieben. Das ist der Wahnsinn. Ihr seht selber, ich starte die PlayStation neu. Wir sehen uns gleich. Es ist komplett der Wahnsinn. Ihr habt es ja gerade eben selber gesehen. Das Spiel war hängen geblieben. Ich habe gerade auf PSN gedrückt. Die ganze PSN war hängen geblieben. Und jetzt auf einmal geht es weiter, ohne dass ich neu gestartet habe. Und die Brothers of Destruction kommt zum Ring. Das ist wirklich mal eine Raw-Folge mit so vielen Bugs wie noch nie. Das Publikum hier in Raw feiert das natürlich wieder ganz besonders. Da kommen sie. Kane und der Undertaker. Beim Pay-Per-View haben sie Bray Wyatt und Bo Dallas keine Chance gelassen. Die Leute muss man einfach komplett reinkommen lassen. Undertaker und Kane sind zwei Legenden, wie sie im Buche stehen. So, dann versuche ich jetzt das Main Event noch halbwegs vernünftig aufnehmen zu können. Ich hoffe, das klappt jetzt ohne irgendwelchen weiteren Bugs, die noch kommen. Ich hoffe einfach mal nicht. Ja, die Brothers of Destruction lassen sich hier feiern bei Monday Night Raw. Ihr seid, glaube ich, auch alle Brothers of Destruction Fans. Auf jeden Fall, ich bin es. Und ich habe mich darüber gefreut, dass sie die Wyatts einfach mal besiegt haben. Die erste Niederlage für Bray Wyatt, aber in einem Einzelmatch ja immer noch nicht. Ja, und Payback steht auf dem Plan und ich könnte mir gut vorstellen, dass Kane endlich sein Match bekommt gegen Bray Wyatt bei Payback. Das würde einfach wunderbar passen. Danach kommt ja Night of Champions, da werden ja nur Titelmatches stattfinden. Ein ganzer Pay-Per-View, jeder Titel auf dem Spiel. Guckt euch die Brothers of Destruction an, da kriegt man einfach nur Gänsehaut, wenn man das hier so sieht. Und dann geht's jetzt gleich los. Jetzt fehlt natürlich noch die Wyatt Family, Luke Harper und Eric Rowan. Und die beiden, die haben es auch gut drauf, das wissen wir. Die haben ja immer wieder Matches gefordert, vor allem der Eric Rowan, ne? Und deswegen kriegt er heute das Match. Da kommen sie. Luke Harper. Und jetzt gehen die Brothers of Destruction direkt los und greifen direkt an. Und jetzt haben wir hier den wilden Brawl auf der Rampe. Kane und Undertaker warten gar nicht erst. Die lassen direkt ihre komplette Wut an der Wyatt Family aus. Und dann geht jetzt sofort los. Guckt euch das an. Auf der Rampe. Kane und Taker gehen sofort los. Wer ist jetzt eigentlich der Aktive? Ich glaube, das Match hat noch gar nicht begonnen. Jetzt geht es aber zurück Richtung Ring, so wie es aussieht. So, und jetzt sind Kane und Eric Rowan die Offiziellen, die dieses Match, ja, beginnen werden. Kane hat schon mal gegen Eric Rowan ein Einzelmatch gewonnen. Und jetzt Kane, Alter, zu Chokeslam? Was? Chokeslam? Nach 2 Minuten irgendwas, das Cover direkt. 1, 2, 3, nein! Nein, das war nicht die Entscheidung. Junge, Junge, ich dachte, das war's. Kanes erste Aktion in diesem Match ist ein Chokeslam. Sidewalk Slam von Kane. Der legt los wie ein Wahnsinniger. Armer Eric Rowan. Das war schon fast das Cover bis 3. Aber so geschwächt war Eric Rowan dann doch noch nicht. Und das war mal nicht, weil ich ihn so gebuckt habe. Aber das glaube ich, wenn dieser Angriff kommt, immer so. Aber Eric Rowan, der weiß, er muss jetzt wechseln zu Luke Harper. Und das versucht er jetzt. Jawohl, wechselt jetzt. Luke Harper kommt rein. Schöne Tag-Team-Aktion, Elbow in den Rücken, so wie wir es von der Wyatt Family kennen. Die haben es ja zusammen drauf, vor allem die beiden, Luke Harper und Eric Rowan und wieder Kane. Wieder Chokeslam-Ansatz, was geht mit Kane ab? Chokeslam, das ist der komplette Wahnsinn. 1, 2, 3 und nein, das ist auch nicht der Sieg. Das ist auch nicht der Sieg. Zweimal Chokeslam, zweimal bis 2,5 und ihr müsst mir jetzt einfach glauben. Ich weiß, man kann das bucken mit den Finishern, das ist nicht gebuckt. Was geht mit Kane ab? Lecco mio. Kane gibt hier wirklich alles. Und wieder, jetzt wieder, selbes Bild. Wechsel bei der Wyatt Family, aber sie wechseln nicht.
Luke Harper macht weiter. Chicken Wing Suplex Ansatz, jawohl. Chicken Wing Suplex, ich glaube, so heißt die Aktion. Oh mein Gott, wenn jetzt Kane vielleicht den Taker einwechseln könnte, dann könnte der Taker vielleicht den Sieg einfahren. Aber der Wahnsinn. Kane, erste Aktion, Chokeslam gegen Eric Rowan und dann relativ fix nach dem Wechsel der Chokeslam gegen Luke Harper. Sie konnten sich beide nicht wehren. Klar, Kane, der ist jetzt richtig in dem Lauf. Am Anfang hat er es immer von der Wyatt Family drüber gekriegt, etliche Attacken abbekommen. Jetzt konnte er mit Undertaker zusammen Bray Wyatt und Bo Dallas besiegen. Da wurde er ja auch von angegriffen. Wir erinnern uns, das Match mit RVD. Ja, und jetzt kann er mal richtig alles rauslassen, was im großen roten Monster steckt, so. In der wirklichen WWE ja leider nicht, aber bei uns umso mehr. Und das ist ja noch viel schöner. Aber Luke Harper, trotz Chokeslam, gibt er hier weiter Gas. Das ist keiner, der sich davon jetzt beeindrucken lässt und jetzt vielleicht nicht mehr richtig zur Sache geht. Luke Harper macht weiter Vollgas. Aber Kane, guckt ihn euch an, was ein Schulterblock. Und Luke Harper ist jetzt auch keine leichte Fliege wie ein Tyson Kidd oder so. Den kann man auch nicht einfach mal wegräumen, aber für Kane absolut kein Problem. So, jetzt ist Taker drin und jetzt ist Eric Rowan drin. Ich nenne ihn lieber Taker, ich finde das irgendwie geht schneller so runter, geht runter wie Butter. Ja, Eric Rowan, das war ein guter Body Slam, aber jetzt Testo Strange gegen Taker. Das ist ein Duell, aber Taker ist dann doch stärker. Kniestoß vom Taker. Ja, wie geht das Match zu Ende? Es kann eigentlich jetzt wirklich schon relativ schnell vorbei sein. Ist schon fast schade um das Main Event, aber Kane hat so gut angefangen. Die Brothers of Destruction haben direkt attackiert, bevor das Match losging. Und dann jetzt die Brothers of Destruction mit ihren Tag Team Aktionen. Die sind stark. Double Überwurf. Gut, sehr, sehr gut. Und jetzt ist Kane im Ring und jetzt will Kane anscheinend den Sieg holen. Er hat ja schon den Taker den Sieg holen lassen gegen die Wyatt-Brüder bei SummerSlam. Vielleicht will jetzt Kane mal die Entscheidung holen. Ist ja vielleicht auch so für die Mentalität ganz wichtig. Und jetzt kommt wieder der Undertaker. Und guckt euch das an, schlägt auf Eric Rowan ein. Ja, schöner Armbar. Ich glaube nicht, dass Eric Rowan da abklopfen wird. Ja, der Taker lässt ihn auch raus. Aber Eric Rowan, das sind halt diese Leute, die Wyatt Family, die sind einfach nicht klein zu kriegen. Da musst du schon richtig lange am Ball bleiben. Wenn du die kurz mal wieder ranlässt, wie hier zum Beispiel, der Wechsel, den hätte der Taker vielleicht besser nicht zugelassen. Aber der Undertaker, Old School, Hashtag Old School, Snake Eyes vom Undertaker. Aber Luke Harper mit dem Konter. Ich hoffe wirklich, dass diese Aufnahme euch trotzdem noch gefällt. Und jetzt Ansatz zum Last. Right, die letzte Fahrt für Luke Harper. Und der hat gesessen. Das ist die Entscheidung. Kane muss sich jetzt um Eric Rowan kümmern. Und das Cover. 1, 2, 3. Und das ist der Sieg für die Brothers of Destruction. Hell yeah, meine Güte. Was ein Match von diesen zwei Tag Teams. Die Wyatt Family wieder besiegt und die Brothers of Destruction triumphieren. Und das finde ich wieder so komisch. Hier im normalen One-on-One-Modus, da können die Brothers of Destruction so feiern, wie wir es kennen. Ah ne, doch nicht. Ich dachte, das wäre der richtige, ja, dieser Jubel von den Brothers of Destruction, oder doch? Ne, doch nicht. Ist doch so ein random Ding. Aber trotzdem, sieht besser aus als das letzte Mal. Die Brothers of Destruction lassen sich feiern. Ich hoffe, dieses Video hat euch trotz vielen Bugs gefallen. Bei NXT geht's los mit dem Turnier. Und denkt dran, Adrian Neville gibt sein Debüt. Ihr werdet sehen, in welchem Match. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns. Bis dahin, hell yeah!